Immer mehr Menschen investieren in Immobilien. Sie kaufen sich Grund und Land, bauen drauf Häuser und vermieten das zum Teil an andere Menschen. Ziemlich krisensicher das Ganze, oder nicht? Vielleicht sollte ich auch die ersten Schritte in diese Richtung einschlagen. Mal schauen, was sich im Garten alles so machen lässt. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich beginne einfach mal jetzt hier so ein kleines Update bzw. den Gartenrundgang hier bei der Streuobstwiese bzw. bei der Wildblumenwiese. Und es geht ja mehr in dem Video um Lebensräume für andere Lebewesen. Und dafür habe ich jetzt die letzten Tage vermehrt zum Beispiel Nistkasten aufgehängt. Das ist jetzt ein Nistkasten, der offen ist für zum Beispiel Rotkehlchen. Meine ganzen Nistkasten wollte ich zwar selber bauen, habe jetzt aber nicht die ganzen Materialien und auch die Zeit nicht gefunden, das selbst zu machen. Deswegen habe ich die bei der NABU bestellt. Das finde ich dann doch ein sehr seriöser Verein, wie ich finde. Da schaue ich mir auch mal ein paar Tipps und Tricks ab, wie man etwas nachbauen kann oder wie man zum Beispiel Insektenhotels selber baut. Habe ich ja auch mal das eine große Bienenhotel nachgebaut von einem Waldgeist zum Beispiel. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch auch in der Infokarte. Dann habe ich hier zum Beispiel ein Buch gelesen, was ich von der Nachbarin bekommen habe. Das in dem Buch wurde zum Beispiel beschrieben, wie man jetzt zum Beispiel verschiedene Wildbienenarten ansiedeln kann, und er hat auch erzählt, dass Wildbienen auch am Boden ansiedeln können bzw. in der offenen Erde sich sozusagen eingraben. Und da dachte ich mir, ja gut, legst mal so ein Ziegel hin, dass vielleicht die Vögel das nicht so sehr picken, die das Nest oder da rumwühlen, und die sich vielleicht in den Löchern dann auch noch in der Erde sich so ein bisschen verkriechen. Wollte ich einfach mal ausprobieren, weil ich den Ziegelstein noch übrig hatte. Und sonst habe ich dann hier den zweiten Nistkasten aufgebaut. Beziehungsweise das ist eine, ja, so eine Art Bruthöhle. Das ist aus Birkenholz komplett. Und den Nistkasten kann ich jetzt zum Beispiel nicht aufmachen. Also das ist wirklich so eine Art Bruthöhle. Das ist jetzt für etwas kleinere Vögel wie zum Beispiel Meisen und Kleiber oder auch Drosseln, glaube ich. Das ist halt so ein Durchmesser von, glaube ich, 30 mm, und die siedeln sich so bei ungefähr 28 bis 30 mm an, wenn man die Löcher zum, ja, die Einstiegslöcher oder Einfluglöcher in der Größe macht. Je größer die Löcher sind, desto wahrscheinlicher ist es halt, dass sich andere Vögel da eher ansiedeln. Eine weitere Möglichkeit, um Wildbienen anzusiedeln, ist jetzt zum Beispiel hier ein Topf oder ein Blumentopf, den man mit Sand auffüllt. Denn es gibt Bienen bzw. Wildbienen, die in offenen Böden ein Nest bauen bzw. dort sich ihre Nester suchen. Das sind in der Regel nicht humusreiche Böden, wie zum Beispiel sandiger Lehmboden oder so ein lösslehmigen Boden. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, die man ausprobieren kann. Es ist natürlich nicht sicher, ob sie diese Nisthilfe nutzen, aber das kann man dann wirklich mal ausprobieren und unter, ja, geschützten Ort. Ich werde sie jetzt an der Terrasse stellen, unter Dach, damit da kein Regen reinkommt, und dann mal schauen, ob sich da mal ein paar Wildbienen ansiedeln. Neben diesen riesen Bienenhotels bzw. Insektenhotels, da muss ich auch noch schauen, wo ich die genau hinsetzen möchte. Jetzt hier so an der Terrasse habe ich eigentlich mehr weniger gedacht, dass sie da stehen sollen. Überlege ich mir dann noch, wo genau ich sie hinstelle. Hier ist die eine Feuerschale, in der ich Pflanzenkohle zum Beispiel mache. Habe auch dazu ein Video gemacht, verlinke ich euch auch gerne in der Infokarte. Könnt ihr auch gerne reinschauen, wie ihr eure eigene Terra Preta zum Beispiel herstellt. Aber die letzte Woche habe ich und mein Vater uns mehr diesem Projekt hier gewidmet. Wie ihr wisst, wächst beim Schrebergarten, bei meinem Nachbarn, wächst der Bambus.
Und ich darf mir immer, wenn der Bambus zum Beispiel bei mir rüber wächst oder bei mir rumwuchert, darf ich mir das nur zum Beispiel wegschneiden. Und in dem einen Buch, was mir meine Nachbarin gegeben hat, das heißt Wildlife Gardening, ich finde die Inspiration sehr interessant, stimme aber natürlich auch nicht alles zu, was da drin steht. Aber der hat auch, der gute Mann, geschrieben, dass man auch Bambusröhrchen gut nutzen kann, um verschiedene Wildbienen anzusiedeln. Also wie gesagt, es gibt 520 verschiedene in Bayern, soweit ich weiß. Es gibt ja Solitärbienen, Mauerbienen, verschiedene Hummelarten, auch verschiedene Honigbienenarten. Da gibt es zum Beispiel eine ursprüngliche Honigbiene. Das ist die bei uns in Bayern, die zum Beispiel die Nigra. Dreimal die gesagt, bevor ich das Wort gesagt habe. Mein Gott. Aber jedenfalls habe mein Vater das jetzt so gemacht, dass er zunächst die Röhre zusammengebunden hat. Immer so drei Stück. Hat die dann an das Spalier sozusagen ran gemacht und letztlich dann mit einem Gürtel, einem alten Gürtel, den wir noch übrig hatten, der ist mindestens 15 Jahre alt, denke ich mal, und da hat er die nochmal festgeschraubt, auch mit einer Mutter, haben wir hier am Spalier gemacht, hier an der Seite haben wir das auch hochgezogen, auch alles verschiedene Größen, groß, klein, dass ich auch viele verschiedene Wildbienen ansiedeln können. Genauso wie hier. Da haben wir ein bisschen angefangen. Da schauen wir mal, wenn ich noch mehr Bambus habe. Und hier haben wir auch ein bisschen angefangen. Mit dem schönen Bambus. Und jetzt ein kleines Highlight. Da ist wieder die Katze vom Nachbarn. Lutz darf natürlich nicht fehlen. Wie gesagt, das ist nicht meine Katze. Und da hinten ist mein Weihnachtsbaum, der echte Wacholder. Den werde ich natürlich nicht schlachten oder roden. Der bleibt da schön stehen. Schon seit 3 Jahren hier. Na, ich weiß nicht, wonach du suchst, Lutz. Ich weiß es nicht. In einem Buch habe ich gelesen, dass man den Bambus auch nicht nur für die Ansiedlung von Wildbienen nutzen kann, sondern man kann den auch bei Obstbäume aufhängen, wie zum Beispiel beim Apfel. Da siedelt sich dann der Ohrenwickler an. So heißt es anscheinend ein Nützling, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und der mag halt auch diese Rohre bzw. die Löcher und der mag die so sehr, dass er da hineinmacht. Also der kotet hier rein und der fühlt sich da anscheinend wohl. Und der Ohrenwickler, das ist ein wirklich guter Nützling bei den Apfelbäumen sein. Der frisst zum Teil die ganzen Läuse, die beim Apfelbaum sich ansiedeln, also gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Sachen zu nutzen, um Tierchen anzusiedeln. Auch ein wunderbares Element, das habe ich vom Hortus-Netzwerk mir abgeschaut bzw. auch gelesen. Also das ist wirklich eine sehr informative Seite, da könnt ihr auch gerne reinschauen. Da werden so viele Hilfsmittel, Elemente für den Garten bereitgestellt, alles Mögliche rund ums naturnahe Gärtnern. Und da habe ich jetzt diesen Tigerschnägelhäuschen oder Tigerschnägelbau gesehen. Das sind viele verschiedene Steine und Dachziegel. Man kann auch diesen Lochziegel, den ich euch vorhin gezeigt habe, auch dafür wunderbar verwenden. Die stapelt man einfach ein bisschen kreuz und quer durch. Das habe ich jetzt so gemacht, damit sich viele verschiedene Hohlräume und Ritzen bilden. Und auch sehr empfehlenswert ist dann auch Laub bzw. Astrückschnitte oder Reisig dahin zu legen, auf die Steine dann drauf, damit sich das nicht so erwärmt im Sommer, also die Steine, dass sie nicht zu heiß werden, damit sich die Tigerschnägeln zum Beispiel super wohlfühlen können und andere
Reptilien werden sich bestimmt vielleicht auch ansiedeln, wäre bestimmt cool. Und das ist zum Beispiel ein wunderbarer Regulator, die Tigerschnägel, für die gewöhnliche Nacktschnecke, über die sich alle aufregen. Also ein weiteres Element, um viele verschiedene Arten anzusiedeln. Jedenfalls habe ich auch in dem Buch gelesen, dass der Mann erzählt hat, dass er auch in seine Hochbeete Löcher reingebohrt hat für Wildbienen und Insekten. Dachte ich mir so, ja gut, mache ich das auch. Und hier habe ich die Löcher jetzt reingebohrt. Habe die dann nochmal mit einer, ja, ich habe so einen speziellen Bohrer, der das nochmal abfräst sozusagen, damit die Eingangslöcher nochmal schön sauber sind oder sauberer sind. Werde nochmal ein bisschen nachschauen, nochmal ein paar Löcher bohren. Ich bin mit den Paletten noch nicht ganz fertig geworden und das dann auch vielleicht nochmal ein bisschen abschleifen. Werde ich aber die nächsten Tage dann nochmal machen. Wenn wahrscheinlich das Video hochgeladen ist, bin ich schon damit fertig. Ja, genau. Und ja, einfach, wenn schon die Paletten fürs Hochbeet dastehen, da ich mir so, ja, warum nicht, probierst du es auch mal aus. Also auch wieder unterschiedliche Größen mit dem Bohren. Also viele verschiedene Bohrer genommen und meiner Erfahrung nach ist, wenn ich zuerst auf die linke Seite, glaube ich, bohre, also links rum drehe und dann bohre, also rechts rum, dann fräst es die Bohrlöcher nicht so aus. Das sind jetzt meine Erfahrungen, das sind die Löcher ein bisschen sauberer, aber da müsst ihr selbst schauen, welche Bohrer ihr habt. Ich habe jetzt nicht so einen qualitativ hochwertigen, weil das ist das Werkzeug von meinem Vater. Aber hier auch eine nette Möglichkeit, um Wildbienen anzusiedeln. Habe ich jetzt einfach so gemacht, dass sie zur Sonnenseite, also Südseite oder dann, wenn die Sonne untergeht, an der Seite die Löcher habe ich reingebohrt. Da hinten werde ich es eher weniger machen, weil da ist sehr viel Schatten und ich weiß nicht, ob sich da gerne die Wildbienen dann aufhalten würden. Jedenfalls hier oben drinnen haben wir jetzt auch nochmal einen Nistkasten aufgehängt. Der ist jetzt ein bisschen größer, ist jetzt zum Beispiel für Stare. Ich weiß, dass Stare jetzt eigentlich schon ein bisschen mehr an Höhe haben möchten, also ja, die möchten halt frei fliegen, haben sie hier die, bei dem Haus haben sie die Möglichkeit frei zu fliegen, also hier ist relativ alles frei von Bäumen und sowas. Der Nistkasten steht jetzt bei einer Höhe von ungefähr 2,5 bis 3 Meter. 4 Meter sind empfohlen, aber ich möchte einfach mal ausprobieren. Der ist auch geschützt vor Nässe, deswegen mal probieren, ob sich da überhaupt welche Vögel ansiedeln. Und zum Schluss, was ich mir jetzt auch noch angeschafft habe hier in dem Garten und gleich aufgehängt habe, einen weiteren Nistkasten natürlich. Und diesen Nistkasten finden wir hier. Es ist ein spezieller Nistkasten, ist jetzt nicht für Vögel, sondern für Fledermäuse. Keine Ahnung. Die gehören natürlich auch mit dazu. Meine Nachbarin hat schon gesagt und hat sich auch bei mir beschwert, warum sie Fledermäuse hat bei sich drüben. Das ist die Nachbarin zur Rechten jetzt gerade von mir. Sie hat sich einfach mal beschwert, warum Fledermäuse da sind. Und da dachte ich mir so, gut, wenn sie schon Fledermäuse an ihrer Hauswand hatte, dann kann ich doch auch hier noch weitere ansiedeln. Und ja, gehören zu den Wesen der Nacht und die gehören natürlich auch zur Natur und regulieren natürlich alles. Das ist für mich auch eine Art Artenvielfalt, denn je mehr Artenvielfalt, desto weniger Probleme mit Schädlingen. Und sonst habe ich hier noch ein bisschen bei den Hochbeeten Karton ausgelegt. Hier einmal und bei denen vorne. Und das alles natürlich auch mit, darunter ist sogar ein bisschen noch Pferdemist, den ich eingearbeitet habe oder draufgeworfen habe. Das ist einfach nochmal so eine Vorbereitung für die Hochbeete. Aber jedenfalls zurück zu der Artenvielfalt bzw. Ansiedlung von den Vögeln. Ich habe jetzt die Plätze hier angelegt, auch die für die Wildbienen, also sozusagen ihr Zuhause. Wichtig dabei ist natürlich die Nahrung.
für die Tiere auch bereitzustellen. Also das heißt, Vögel und Fledermäuse zum Beispiel, die mögen, brauchen halt viele Insekten. Zum Beispiel ist das eine Nahrungsquelle für sie. Das heißt, wie locke ich denn Insekten an? Zum Beispiel Bienen gehören natürlich auch dazu. Die zähle ich jetzt einfach mal mit. Also wie locke ich Bienen und Insekten an? Natürlich mit der entsprechenden Nahrung. Was brauchen die? Pollen, Nektar zum Beispiel. Wie bekomme ich das? Durch Pflanzen. Es gibt jetzt so viele verschiedene Insekten und Bienen und die spezialisieren sich natürlich auf verschiedene Pflanzen. Und das heißt für mich, ich muss die Blütenvielfalt erhöhen. Also viele verschiedene Blumen, Wildblumen, alles mögliche anpflanzen, die Insekten und Wildbienen auch mögen. Natürlich auch hier einfach zum Beispiel Kohl oder Grünkohl einfach blühen lassen. Eine Rosmarin habe ich auch schon. Und einfach da Phacelia ist auch eine wunderbare Pflanze für Bienen und Hummeln. Und aber einfach die Pflanzenvielfalt erhöhen. Denn je mehr Pflanzen, je mehr Blumen, viele verschiedene Arten, desto mehr Insekten werden kommen. Und Insekten sind natürlich dann auch wieder die Grundlage für größere Lebewesen, wie zum Beispiel Vögel, Fledermäuse. Kleinere Vögel sind dann auch wieder die für ja, größere Vögel, wie zum Beispiel Greifvögel wie Habicht und Eulen. Die regulieren zum Beispiel auch Wühlmäuse. Die Wühlmausaktivität ist einfach ein ganz einfacher Kreislauf. Ist ziemlich simpel. Einfach viel verschieden anbauen, dann kommen viele verschiedene Tiere und dann reguliert sich alles. Und hier kann man den Folientunnel sehen. Ziemlich unaufgeräumt, den haben wir jetzt den letzten Monat. Mein Freund, der regionale Urproduzent, mit seinem Hänger hierher gebracht. Danke nochmal, Peter. Vielen Dank. Und die Folie, die haben wir dann auch nochmal hierher getragen, einfach hingelegt. Mal schauen, ob wir die Zeit finden, um die Einschlaghülsen und alles hier reinzubringen. Jetzt lassen wir es erstmal die Fläche so stehen, damit der Regen, hat jetzt schon die letzten Tage etwas öfter geregnet, hier die ganze Fläche ein bisschen nass und feucht macht. Am Tag der Wintersonnenwende habe ich ein kleines Paket geschickt bekommen und möchte euch natürlich mit dabei haben, was da drin ist, oder beziehungsweise euch das nicht vorenthalten. Ist wirklich ein super Geschenk von einem sehr guten Freund. Danke Christian nochmal dafür. Also er hat mir erstmal, weil ich halt sehr viel mit ihm in Kontakt bin, unterstützt mich auch immer tatkräftig beim Projekt, also vor allem mit den Spenden. Also dafür habe ich dir ja sowieso schon versprochen, regionale Bananen und Avocados, mein Freund. Aber er hat halt ja so eine kleine Werbefirma und gestaltet auch immer so Layouts und Karten. Und der hat mir jetzt einfach mal einen Flyer geschickt. Ich habe ihm halt einfach mal so eine, ja, paar, meinen Entwurf mal geschickt, wie ich mir den vorstelle. Habe auch einen kleinen Text geschrieben, den hat er sogar nochmal grammatikalisch verbessert, weil ich da auch immer so meine Probleme habe. Aber dann hat er mir einfach diese DIN A6 großen Flyers drucken lassen. 500 Stück. Hat er sogar noch die Kosten übernommen, also das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Und das sind halt wirklich, ja, für die regionale Vernetzung nutze ich die einfach, gebe die Leute das in die Hand. Und finde ich wirklich eine super Sache von dir. Dankeschön. Und was ich halt überhaupt nicht erwartet habe, ich habe mir einfach nur die Flyers gedacht. Und dann hat er mir dann noch geschrieben, dass er noch ein kleines Präsent mit dazu gegeben hat. Und das ist sozusagen, ja, nochmal ein zusätzliches Bonus oder Extra. Weil er mir wirklich nochmal so eine Tasse, so eine Permakulturprojekt Peace-Tasse, hat er mir nochmal dazu gegeben mit den ganzen Logos, also hier das, der Kung-Fu-Koala mit dem Baum. Hier nochmal so der Kung-Fu-Koala mit Permakulturprojekt Peace und auf www.projektpeace.de, also die Webseite nochmal. Und hier nochmal das Cover für das zukünftige Buch, was ich geplant habe. Auch nochmal wirklich eine sehr schöne Aktion, also wirklich eine sehr schöne Tasse. Und wie gesagt, vielen Dank dafür. Die Webseite von dir, Christian, die verlinke ich dann nochmal unten. Also auch wenn sie ja noch eine Art Baustelle ist, finde einfach nur super, was du machst. Und ja,
Vielen Dank, dass du mich unterstützt. Und es ist einfach so eine kleine Gegenleistung von mir auch, dass ich hier ja, deine Webseite bzw. auch dein Schaffen mit verlinke, dass sich die Leute einfach mal so anschauen, was du machst und können sich auch bei dir ein bisschen informieren, wenn sie auch mal, ja, keine Ahnung, Layouts gestalten wollen, Flyers, Flugblätter, was weiß ich, irgend sowas, stellt er alles wirklich her, macht auch super Designs dafür und ja, so eine kleine Werkstation. Also nochmal vielen Dank dafür. Die Direktaussaat beim Feldsalat ist mir nicht so gut geglückt, aber wie einfallsreich die Natur auch ist, wächst halt die Pflanze immer dort, wo sie es gerne hat. Und hier ist jetzt der Feldsalat vor der Garage zwischen den Steinen einfach mal selbst rausgekommen. Hat sich selbst hier ausgesät. Finde ich spitze. Das hier ist jetzt ein Zuckerhut mitsamt Wurzeln. Die Wurzeln kann man als super Kaffeeersatz nutzen, weil er so viele Bitterstoffe enthält. Also die Wurzel kann man mahlen und dann rösten. Das haben früher die Leute gemacht, um wirklich den Kaffee zu strecken zum Teil oder wirklich als Ersatz zu nutzen, weil die Kaffeebohne ja recht teuer ist. Und das geht natürlich auch mit Radicchio, auch Zuckerhut, wie ihr hier sehen könnt, Endivie und weitere Gewächse dieser Familie. Und das ist wirklich eine besondere oder ja, eine nette Alternative, weil ich war ja in Costa Rica und der ja, große Kaffeeanbau, das ist eine reinste Katastrophe und da wird sehr viel Land auch verschwendet und auch nicht die optimalen Bedingungen für die Pflanze geschaffen, damit sie super wächst. Das sind meistens Monokulturen aus anderen Ländern und wenn man schon vor Ort wirklich mal was hat, was man auch als Kaffeeersatz nutzen kann, kann man sich auch regional und saisonal sozusagen auch sich einen kleinen Boost holen für die Leute, die es benötigen oder auch nicht. Diese Palette dürften viele bekannt sein, die habe ich so Mitte November aufgebaut und jetzt habe ich hier auch noch ein bisschen Pferdemist mit eingearbeitet bzw. draufgelegt, da kommt noch mal ein bisschen Laub und später noch mal ganz normale Gartenerde mit dazu. Was jetzt neu dazu gekommen ist, ist dieses Hochbeet. Ist aus größeren Europaletten, ich glaube Europalette 2, wusste gar nicht, dass es überhaupt dieses Maß gibt. Und hier habe ich jetzt auch schon angefangen, ein paar Löcher zu bohren für Wildbienen. Mal schauen, ob die sich da einnisten. Hier fehlt noch ein bisschen mehr organisches Material für die Füllung. Pferdemist ist da auch schon drinnen. Ich muss noch ein bisschen Laub und dann nochmal Gartenerde mit auffüllen. Aber das hat ja bis Frühjahr Zeit und sonst, wenn wir dann später da runter gehen, ist da auch gleich die Leiter, denn ich möchte mit euch da aufs Dach gehen. Von hier oben hat man wirklich einen wunderbaren und schönen Ausblick, wie ich finde. Also hier hinten, da kann man ein bisschen den Wald bzw. auch den Forst sehen. Da kommen hier ab und zu mal Füchse vorbei. Ein Nachbar hat mir mal erzählt, dass hier sich mal ein Fuchs unter den Zaun durchgegraben hat, wo mal hier ein paar Gänsen waren. Hier kann man ein bisschen den natürlichen Bach oder Flusslauf sehen. Ist auch wirklich sehr schön. Der mündet dann letztlich da hinten in einem großen Teich von der Feuerwehr. Hier rechts kann man auch ein bisschen den Garten vom Nachbarn sehen. Da ist schon mal ein kleines Vogelhäuschen, das habe ich erst kürzlich gesehen. Und hier ein bisschen Kompost, denke ich. Dann zur anderen Seite, anderer Nachbar, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Der hat einen riesengroßen Teich, finde ich sehr schön. Es sind sehr viele Tierchen, Libellen, die auch natürlich bei mir im Garten sich mit ansiedeln und auch zugutekommen. Finde ich super. Also Teiche sind wirklich was für die Artenvielfalt. Aber der Grund, warum ich hier oben bin, beziehungsweise auch diesen Ort entdeckt habe, ist, weil ich diesen Nistkasten hier aufgehängt habe. Das ist ein Nistkasten für den Waldkauz, ist eine Eule. Der hängt jetzt hier ungefähr auf 4 bis 5 Meter Höhe, ist so die Mindesthöhe, wenn ich sogar höher. Für den Waldkauz ist ein recht großes Häuschen, auch ein recht großer Vogel. Und ich hoffe, weil ich hier am Waldrand oder beziehungsweise in der Waldnähe, dass er sich vielleicht hier ansiedelt, würde mich sehr freuen. Das ist jetzt der letzte Nistkasten, den ich hier
im Schrebergarten aufgehängt habt. Und sonst kann man von hier oben auch einen wunderbaren Ausblick in den Garten an sich bekommen. Zwei Hochbeete, wie sie so angeordnet sind, zwischen der alten Zwetschge und unter den Hauben. Das ist eine Nektarine und das ist eine Renneclaw, eine Edelpflaume. Das sind alle ein bisschen geschützt mit den Hauben vorm Winter. Und sonst, was man von hier oben auch noch sehen kann, hier die nicht die Süßkirsche, sondern die Sauerkirsche. Wenn man hier ein bisschen runterschaut, der kleine Tümpel, der bei mir im Schrebergarten so reinläuft, finde ich auch sehr schön. Und hier natürlich auch der rotfleischige Apfelbaum.